Schildschwertern. Oh, was macht diese Kurbel? Mag eine Bremse sein, um die Mühle anzuhalten. Aber wir müssen rein, ne? Ja. War das gut, was wir gerade gemacht haben? Wir haben die Mühle angehalten. Ich denke mal nicht, dass sie das mögen. Können wir alle Mühlen anhalten, die hier sind? Ich probier's mal. Vielleicht kommen wir in allen rein. Wer weiß. Oder vielleicht in gar keine. Guck mal, ich glaube, wir müssten das hier hinten lose machen, damit wir da rein können. Okay, guck mal hier. Hier ist das nächste. Machen wir nochmal lose. Aufpassen bitte, Hugo. Jo. Ach so. E gedrückt halten. Ich bin wieder drücken. Ich spiele so viele Spiele unter anderem, das ist dann manchmal ein bisschen... Aber naja. Da können wir nicht hoch. Aber... Kletter hoch. Wir können hier hoch. Sollen wir wieder richtig hinsetzen? So. Genau, geh vor. Ja, genau. Haha, du kommst ja nicht mehr rein. Du kannst dich nicht ducken. Ach, schade doch. Danke. Dann halten wir mal das nächste an. Oh, hat geklappt. Ja. Lasst uns leise verschwinden. Aber ich weiß nicht, ob das gut ist, was wir hier machen. Die werden auch mega sauer sein danach. Oh, ich dachte, hier kann man sie verstecken, aber nein, kann man da doch nicht. Oh, das ist so groß hier alles. Wo komme ich denn jetzt hier hin? Das führt mich auch anscheinend irgendwo hin. Oh, die Dinger kenne ich doch. In der Umgebung der Provence sieht man die öfter. Was ist das? Eine symbolische Passage? Die Frage ist, wohin oder zu was führt sie? Sieht magisch aus. Was ist hier unten? Ein magisches Loch. Die Leiter ist ja wohl eine Einladung. Ziemlich alt. Aber wurde erst vor kurzem benutzt, glaube ich. Sieht aus wie eine Kobalthöhle. Der einzige Kobalt hier bist du. Dann bist du eine Hexe. Woher weißt du das? Ach, ist ja schön. Oh, jo, ich habe mir gerade den Kopf gestoßen, Entschuldigung. Wo führt mich das denn alles hier hin? Das ist alles so groß und so riesig und hier ist eine... Gut gesehen. Das Ding ist ja alles andere als ein Meisterwerk. Mir gefällt sie. Ist ein bisschen seltsam, aber... Naja, wir sollten wohl zurückgehen. Ich glaube, wenn wir alle Windmühlen stillgelegt haben, öffnet sich diese Tür. Das kann ich mir sehr gut vorstellen und das werde ich jetzt auch tatsächlich probieren. Naja, probieren wir mal, ne? Mal gucken, was passiert. Ich bin gespannt, ich bin wirklich gespannt. So, kann ich jetzt meinen Satz von vorhin nochmal beenden? Ich habe morgen meine Meeresströmen-Referat, wollte ich gerade sagen, Präsentation und ich habe zum Glück alles fertig. Also, ich muss sie morgen nur noch vorstellen, tatsächlich das versuchen in 20 Minuten runterzureden. Nicht so monoton, sondern einfach nur wirklich reden. Vielleicht mal die Stimme verstellen. Ich muss mal gucken, wie ich das mache. Ja, nervös? Hm, eigentlich nicht. Ich glaube... Ja, die ist von drin abgeschlossen. Das heißt, wir brauchen diesen Karren hier, um wohin zu kommen? Ja, genau. Ah, ich glaube, Hugo. Dann könnt ihr loslassen? Ach so, ja, X. Los, Hugo. Ja. Mach mal die Tür von drinnen bitte auf. Und dann müssen wir da noch irgendwie hochkommen. Komme ich denn zu dieser Ruine dahin? Zu dieser ehemaligen wahrscheinlich auch Windmühle? Weiß ich nicht. Werden wir denn sehen? So. Nächste anhalten. So. Die. Oh lol, die Treppen sind ja hier kaputt. Hm. Danke. 5 Stücke. Sehr schön. Guck mal, wir haben noch eine einzige Windmühle. Bin gespannt, was da unten ist. Und neugierig zugleich. Aber, naja. Salpeter. Aber wenn man nicht so kämpfen ist auch ganz schön. Okay, wie komme ich denn jetzt? Ach so, nein. Die können es ja da runterlegen. Stimmt, da war ja was. Aber mal nicht so kämpfen und einfach die Welt ein bisschen erkunden, ein bisschen sehen, ist auch mal sehr schön. So, Hugo, du gehst bitte voran und ich komme dir hinterher. Super.
Okay, aber... Ja, hier kommen wir wieder runter. Ah. Und dann können wir hier wieder runter, einmal rumlaufen und dann vorne rein. Alles klar. Super. Gut. Entschuldigung. Dann laufen wir noch einmal rum und wir können anscheinend jetzt vorne hinein. Rachen. So, jetzt kann man rein, oder? Natürlich. Vielleicht startet sie die Windmühle. Wow. Okay, muss ich vielleicht doch alle anmachen statt aus und komme ich da hoch? Wir probieren das nochmal andersrum. Wir machen einfach mal alle an. Vielleicht hätte ich einfach alle anmachen müssen statt aus. Da unten geht es ja anscheinend auch nochmal irgendwo hin. Aber ich möchte ganz gerne jetzt dieses Rätsel gelöst haben. Ich will wissen, was passiert, wenn ich... Komm, hoch mit dir. Mhm. So, wir ziehen jetzt einfach nochmal alle. Vielleicht ist das der Weg der Lösung. Hast du das gehört? Da hat sich was bewegt. Ja. Aber es klang nicht gerade nah. Seltsam. War es das schon? Hätte ich nur die beiden anmachen müssen? Wir gehen mal gucken. Wir wissen ja, wo das war. Nämlich... Ja, genau, durch dich hier unten. War das schon die Lösung? Scheint so. Nehme ich an. Okay, gut. Wir gehen einfach mal... Ach, sehe ich ja von hier noch gar nicht. Oh. Aber das war die Lösung. Wo mal die Wand war, ist jetzt nicht mehr da. Aber wo ist die Wand jetzt hin? Oh. Wo kommen wir denn? Ach, da ist die Wand. Die hat jetzt uns die Tür geöffnet. Die Wand. Sie ist nicht mehr da. Mhm. Eine Tür. Das war also das Geräusch. Mhm. Na, da hat wohl jemand eine Menge zu verbergen. Wo gehen wir hin? So ein Versteck? Ja. Wir sind echte Entdecker, Hugo. Oh. Stimmt. Da unten liegt ganz bestimmt ein Schatz. Weißt du was, Kleiner? Ich glaube, du hast recht. Meine Finger kribbeln, das ist ein gutes Zeichen. Uff. Und das ist noch nicht von Ratten besät. Verdammt. Ja. Ist das echt? Ja, so echt wie ein Schmugglerhort. Ein verdammt guter. Unfassbar. Wer hat das hier gebaut? Ich denke mal... Glaubst du, die sind noch hier? Oh, wenn sie einstürzen, bitte nicht einstürzen, bitte nicht einstürzen. Aber das ist halt so. Danke. Je umwerfender, desto höher die Gefahr, dass man drauf geht. Oh, der Schatz. Was haben wir denn hier? Das ist ja noch eine Kiste. Sehr schön. Oh, da gibt's viel. Was ist das? Lecker. Schmuck? Gold. Ein Armschutz. Der ist uralt. Der Sieh ihn an. Was bewirkt er? Er passt. Amisa holt sich dank ihrem Armschutz. Oh, sehr schön. Ja, der Schatz gehört jetzt dir. Ich weiß nicht warum, aber ich fühle mich stärker. Ist vielleicht Magie. Alles klar. Gehen wir zurück, bevor uns noch ein Schmugglergeist ausschimpft. Mich würde es ja nicht wundern. Können wir wieder die Vögel suchen? Es ist so toll hier. Ich liebe es. Ich muss gestehen, hier würde ich auch gern wohnen. Und wie wäre ein hübsches Haus? Mit einem Garten? Es ist mir lieber, wenn mich niemand sieht. Ja, ich will auch in einer Höhle wohnen. Himmel, ihr seid doch keine Fledermäuse. Ich glaube, ich bin eher eine Echse. Eine Fledereche. Na gut, warum nicht? Ach Hugo, du bist schon ein kleiner Süßer. Naja. So, dann wollen wir jetzt mal wieder rausgehen. Und wir hatten ja hinten theoretisch noch ein Tor, was ich ja bei dem letzten Windrad gesehen habe, wo ich auch ganz gerne nochmal nachgucken würde wollen. Ehrlich gesagt habe ich jetzt auch erwartet, dass jetzt hier irgendwas passiert, nachdem wir diesen Schatz gefunden haben. Und das ist eigentlich der erste, den man finden kann. Oder gibt es da noch einen? Frage über Fragen, die mir leider keiner beantworten kann. Aber hey, schön, wir haben ihn. Ich bin happy und ja, wir sind jetzt ein wenig stärker. Wir erholen uns einfach, beziehungsweise wir regenerieren einfach wesentlich besser jetzt. Sehr schön, sehr schön. Gut, dann hatten wir jetzt hier hinten tatsächlich noch irgendwo, da hinten ist noch ein Tor.
Das will ich mir tatsächlich noch einmal angucken. Ob wir da durchkommen. Wie können hier so viele Blumen wachsen? Vielleicht hat der Sohn der Glutasche tatsächlich Wärme vom Meer, Meeresströmung. Ich würde auch gern Blumen wachsen lassen. Ich würde gern Gold wachsen lassen. Gold riecht aber nicht gut. Gut, du hast gewonnen. Ja. Oh, was ist denn da? Ach, da unten ist die Stadt, ne? Das ist wahrscheinlich. Das hat was mit, mit dem Wasser zu tun, unter anderem. Die Wärme, die Wasser speichert. Ich habe da ja mein Referat gerade. Kann ich ein bisschen darüber erzählen? Ich habe in meiner Wahl auch drin stehen, dass 50% unseres Sauerstoffs einfach mal vom Meer kommen. Das heißt, jeder zweite Atemzug ist auch praktisch vom Meer. Und die der Ozean durch den Wind und Gezeiten, dies, das, anderes, bringt so viel Wärme, dass es hier wahrscheinlich auch angenehm warm sein muss. Oberfläche ist ja warm und alle, und das, wenn es gefrieren sollte, durch die Strömungen, verschiedenen Strömungen, die haben wir auch einige bei uns im Pazifik, bei uns gleich als Nachbarozean. Genau, haben wir da auch, ich habe jetzt 6 Strömungen reingeschrieben, es gibt noch wesentlich mehr. Das wäre der nordatlantische Strom, der Golfstrom, der nordamerikanische Strom, der Guani-Strom und einer, zwei noch? Ja, genau. Südaquariolstrom. Ja, habe ich auch noch drin. Das sind bei uns die Strömungen. Was ist das? Oh ja. Leute, die keine Kinder kriegen können, lassen sich hier segnen. Wie schön. Angeblich hat die Gräfin das hier ins Leben gerufen. Mhm. Sie ist so nett. Sie und der Graf sehen so verliebt aus. Das ist fast peinlich. Naja, das sind die Berge. Und das haben wir ja vorhin schon gesehen. Das spielt ja keine Rolle. Was ich eigentlich suche, ist, oh, die beten anscheinend den Baum an. Da oben ist die Statue, die wir schon gesehen haben, ne? Wo guckt denn diese Statue hin, wenn ich jetzt so lang bin? Genau da lang. Wir müssen den Weg also weiter folgen. Bevor ich dahin gehe, ah ne, warte mal, ich gehe jetzt dahin. Oh, bitte geh nicht weiter. Können wir wieder die Vögel suchen, Amicia? Alles schläft. Nichts ist fruchtlos. Alles wartet. Okay. Kein Kind ist geboren. Es weilt bereits hier. In Erwartung erneut zu atmen. Vom Glauben gerufen. Ist damit Hugo gemeint? Sei der Sohn auf seinem Blutbett ruhend. Das war komisch. Mhm. Es ist ein Gebet über das Leben und Kinder. Mhm. Irgendwann wirst du es verstehen. Mhm. Gut. Nichts ist tot. Alles schläft. Mhm. Die Glut der Asche. Das Glut der Asche des Kindes. Eine für die Mutter, eine für den Vater. Der Vater ist der Graf, die Mutter ist die Mutter und das Kind ist tot. Nein, alles gut. Wir sind viel gelaufen. Die Insel ist groß. Ich habe. Sie ist groß, aber wunderschön. Gleich da oben hin. Gut. Da. Guck mal, noch ein Vogel. Es war nicht leicht. Er schaut aber auf die Säulen. Aber ich bin froh, hier zu sein. Das ist spannend. Sehen wir nach. Ja, das tun wir. Oh. Ich habe heute besser auf meine Deutschklausur nachgeschrieben. Und ich habe ein relativ gutes Gefühl. Ich habe ja relativ davor sehr gut, oder was heißt gut? Ich habe davor relativ viel das gelernt. Muss sein. Was siehst du? Ich sehe Säulen. Wie schön. Wie schön. Ist das ein antikes Theater? Ja, sieht wichtig aus. Hm, das tut's. Okay. Da ging es auch an meinen toten Kind. Vielleicht sagt euch ja das Buch Bernwert der Thiel etwas. Da ging es ja auch um zwei Frauen, Mina und Lenne, um zwei Kinder, obwohl das eine Kind halt kein bisschen benannt worden ist. Und das eine Kind, das Lieblingskind, doch das einzige wahre Lieblingskind von Tobias war, von Thiel war, der Tobias, der leider durch misshandelt wurde von seiner zweiten Frau Lenne und dadurch viel Leid erlitten hat und der Tobias ist auch leider irgendwann gestorben. Ich glaube, hier komme ich wieder raus. Ne, wollen wir noch gar nicht. Genau, von dem zweiten Kind hat man tatsächlich nie was mitbekommen. Da, der Vogel! Und der Sohn der Glutasche. Unter diesen Gräsern ist vielleicht mehr. Reißen wir sie raus? Mhm. Dauert zu lang. Ich könnte sie alle auf einmal entfernen. Wie? Ah.
Ist das wirklich so ein guter Gedanke, wenn wir jetzt alle entfernen? Ich glaube, die werden doch mega sauer sein, wenn du das... Oh. Wenn du das machst, ich glaube... Da hinten ist noch eine Kiste, die holen wir uns. Genau. Und Mina hatte ein sehr, sehr liebevolles Verhältnis. Das war sein, es ist leider die verstorbene Frau und das war die Frau, mit die ja eigentlich zusammen sein wollte. Das ist es, Hugo. Dein Vogel hat uns hergeführt. Oh. Die Insel. Das ist eine Karte von der Insel. Sie ist uralt. Ich denke, hunderte von Jahren. Bestimmt byzantinisch. Es gibt hier wirklich viel in dieser Art. Sieh doch, Amicia, da ist die Zeichnung. Welche Zeichnung? Die Zeichnung aus dem Orden. Ja, ich erkenne es. Welcher Orden? Ein sehr, sehr alter Alchemistenorden. Du hast uns auf dem Boot gehört, Sophia. Hugo ist krank. Es ist nicht ansteckend. Doch, der Orden wollte ihn wegsperren, um über ihn zu verfügen. Aber ich... Du kniest vor keinem. Verstehe. Also, wonach sucht ihr hier genau? Nach was auch immer ihm hilft. Es ist einfach. Dieses Symbol zeigt wichtige Bereiche an. Dieses da. Also, das kann man nicht übersehen. Die Zähne! Sie nennen sie Las Madres, die Mütter. Oh. Ich weiß, öde. Es ergibt Sinn. Gehen wir diese Mütter besuchen. Die Zähne. Kommst du mit uns? Wenn ihr das möchtet. Ich stehe in eurer Schuld. Dann mal los. Ja, jetzt wird geklettert. Jetzt wird geklettert. Oh, ja. Ich kann es kaum erwarten. Oh ja, den will ich mir auch so gerne ansehen. Okay, na dann haben wir ein neues Ziel. Wir müssen dahin. Cool. Genau. Seht, da ist ein Haus in den Zähnen. Ja. Warte, was? Eine Art Tempel? Ein Heiligtum, habe ich zumindest gehört. Ach, da hinten. Jetzt will ich unbedingt mehr darüber wissen. Ich auch. Klar, ich auch, ich das auch. Das ist unser erster Halt. Es wirkt so schön. Was ist denn das da unten? Ist das eine Sonnenuhr? Soll das eine Sonnenuhr sein? Oh, das will ich mir angucken. Da war ich jetzt auch noch nicht, ne? Bevor wir weitergehen, gehen wir noch mal ganz kurz dahin. Und gucken uns das kleine Örtchen da noch mal an. Aber ich glaube, da wir geht's nur also einen magischen Vogel, runter zur Stadt. Die Vision des Kleinen. Mhm. Tja, was kommt als nächstes? Hugos Krankheit ist ungewöhnlich. Unsere Mutter ist Alchemist. Sekunde bitte, mal ganz kurz was nachgucken. Okay, geht. Alles klar, let's go, weiter geht's. Aber sie konnte nichts dagegen tun. Es ist fast wie ein Fluch. Wer verflucht denn so ein süßes Baby? Hallo. Hallo. Na, geht ihr zum Hafen? Oh nein, da waren wir gestern schon. Danke. Ich will noch den Rest anschauen. Mhm. Oh, hi, na? Okay, wir kommen also nicht runter zum Hafen. Na? Heute kein Kampf? Alles friedlich. Preiset den Sohn. Achso, das sind die. Gut, dann gehen wir doch mal Richtung Tempel. Ich wollte jetzt leider den Text nicht unterbrechen, der war gerade sehr schön. Aber, naja. Und da unten hatten wir auch noch was. Das wollte ich mir auch angucken. Ich will mir so viel angucken. Der Berg ist ja so groß. Psst. Willst du mir die Fische verscheuchen? Oh, Verzeihung. Der angelt hier, aber glaub mir, dass wenn du hier Lärm machst hier oben, dann juckt dir das da unten nicht. Ja, der Berg ist also, so groß. Ich hoffe, der Fisch entkommt. Du hast recht. Freiheit den Fischen.